Siegtorschütze zu sein, ist mit das Schönste, was einem Fußballer in einem Bundesliga-Match widerfahren kann. Der Glückliche war in diesem Fall Julian Wiesmeier. Zu seinem Tor kommen wir gleich. Zunächst gibt es auf der anderen Seite, auf Seiten der Lustenauer, nämlich die erste gute Gelegenheit in diesem Match. Der Aufsteiger ganz in Weiß im 4-2-3-1 und mit derselben Startelf wie beim Auftaktsieg gegen die WSG und mit dieser Chance, die aber gut vereitelt wird. Von Samuel Schein-Radlinger, von Ginoesch. Dann die 20. Minute. Tim Blavotic wird nicht attackiert. Wiesmeier startet durch und wie. Super Tor von Julian Wiesmeier. In der 20. Minute das 1:0 für die Rieder. Wunderbarer Laufweg des Deutschen. Natürlich schlecht verteidigt von den Lustenauern, die hier grobe Stellungsfehler zeigen. Aber das Positive an diesem Treffer ist eben der super Antritt und Auftritt von Wiesmeier. Viele Standards dann in weiterer Folge in dieser ersten Hälfte, die an sich auf Augenhöhe geführt wird. Die Lustenauer haben ein paar Gelegenheiten aus der Distanz, kommen aber zu selten rein in den Strafraum und machen damit nur ganz selten Druck wirklich auf die Rieder. Ihrerseits natürlich noch gerne vor der Pause das zweite Tor machen wollen würden. Und Nutz hat auch hier die Chance. Schön den Ball abgedeckt und mit links abgezogen. Die 37. noch abgefälscht. Nicht der zweite Treffer für die Rieder. Zweite Hälfte wieder Blavotic. Wieder Wiesmeier. Fast eine Kopie des Führungstreffers. Aber diesmal verzieht Wiesmeier aus aussichtsreicher Position. 50. Minute läuft hier kein Abseits des Deutschen. Und dann wackelt zwar das Netz, aber nur das Außennetz. Nach und nach wird der Aufsteiger etwas aktiver, kreativer, zwingender. Das Tor ist frei, aber das Tor wird nicht gemacht. Riesenmöglichkeit für Anthony Schmidt, der sich hier schön löst. Zunächst noch an Shahin Radlinger scheitert und den kann er eigentlich schon machen. Stunde gespielt. Stärkste Phase der Lustenauer, die jetzt wirklich andrücken. Tempo machen, immer wieder den schnellen Abschluss suchen, wie hier Surdanovic, einer der Besten auf dem Feld in diesem Duell, überall zu finden, nimmt jeden Zweikampf an und fackelt nicht lange, wenn er den Ball am Fuß hat. Und dann eine ganz interessante Situation in der 67. Stelle abgespielter Freistoß der Lustenauer. Und dann Foul, ja oder nein, Elfmeter, ja oder nein? Nein, keins von beiden nämlich. Die Entscheidung lautet Abseits. Aber auch das war eine knifflige Entscheidung und wird auch im Nachgang vom VAR überprüft. Ist aber nicht zu 100% aufzulösen und deshalb bleibt diese Entscheidung bestehen. Ansonsten hätte es hier wohl Elfmeter gegeben für Austria Lustenau. Die Rieder versuchen dann in der Endphase ihrerseits wieder den Druck abzufedern, indem sie offensiv etwas mehr tun. Das gelingt auch speziell in dieser Szene. Wunderbarer Spielzug. Aber Pommer scheitert nur knapp, trifft die Außenstange. Wunderbar hier noch abgelegt von Nutz. Und dann Pommer, der den Matchball vergibt. Das eröffnet nochmal dem Aufsteiger die Chance, in der Nachspielzeit doch noch zum Ausgleich zu kommen. Der verdient gewesen wäre, Anthony Schmidt. Es war nicht sein Spiel beim Auftakt getroffen. In diesem Spiel zwei Top-Chancen vergeben. Schön vorbereitet vom Neuzugang Friedrikas. Am Ende bleibt das knappe, ja, zeitweise doch zittrige 1:0 für die Rieder stehen. Und damit ist in Runde 2 der erste Saisonsieg Gewissheit. Kimberly Budinski hat diesen knappen Sieg mit dem Rieder-Cheftrainer besprochen.